Wir sind für keine Wärmestube, gell? Wieso? Hat jemand gesagt, dass mir kalt ist? Das Bahnhofsstüber sind wir auch nicht. Ja, das ist mir klar. Ich bin ja dazu da, dass ich ein Futter kaufe. Und für wen wollen Sie dann ein Futter kaufen? Ja, für unseren Hund. Aha, für einen Hund. Ja, und wo ist er dann, Ihr Hund? Ja, wo wird er sein, der Hund? Daheim ist er, der Hund, und hat einen tierischen Hunger. So, so. Ja, und was haben wir dann für einen Hund? Kruzi, fünfmal einen Hund halt. Welche Rasse? Rasse, Rasse, was völlig wurscht, was für eine Rasse, ein Dreihaxer da ist. Und eine Katze und einen Vogel haben wir wahrscheinlich auch. Was für einen Vogel, bitte? Vielen Dank für Ihren Besuch im Leckerli-Markt. Und jetzt bitte auf Nimmerwiederschauen. Sag mal, brennt dir der Hut, du aufgagelte Mistamsel? Was willst denn du von mir? Ich hab wirklich einen Hund. Sag mal, muss ich mir das sagen lassen von so einem grintigen Zwetschgenmantel wie dir? Da hat der Maurer das Loch lassen, gehst heim zum Brauch. Ha, jetzt wird's hinterher überfahren. Du glaubst, ich hab kein Geld, oder was? Du zusammenzupft die Nageljagdbritschen, oder was? Wenn ich was kaufen will, dann kauf ich was. Da, und das kauf ich jetzt. Und das kauf ich auch. Verstehst du das? Und das kauf ich. Ein Hamsterspielzeug. Mit was mein Hund spielt, ist doch völlig wurscht. Und wenn er Schach spielen will, dann kaufe ich ihm ein Schachbrettel. Und wenn ich alles kaufen will, dann kaufe ich alles. Verstehst du? 99 auf 5. Alles 99 auf 5, bitte. Und jetzt klopft's nicht so blöde! Wenn ihr für eure Blödheit Steuern zahlen müsst, dann hätten sie euch den Laden endlich sowieso schon zugemacht. Jetzt macht sofort die Tür auf hier! Ihr Arschlöcher, haben sie euch komplett ins Hirn eingeschissen, oder was? Ich werde sowieso nie wieder einen Fuß in diesen Scheißladen setzen. Ich glaube, ich stimme. Mir war ja gleich verdächtig. Echt? Ja, die war doch heute eine Durchsage, dass einer aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Er hat wahllos Sachen mitgenommen und wollte in D-Mark zünden. Wir haben ihn dann gleich eingesperrt. Du könntest mir einen Bugel runterrutschen und dann könnt ihr mich kreuzweise und spiralenförmig aber sowas von am Arsch lecken. Akute Schizophrenie, Alice. Nein, das ist mein Vater.